Minecraft, willkommen zur vierten Folge vom Mega-Projekt Sky Factory. Letztes Mal Lava gemacht, gerade noch ein bisschen Laub gesammelt und es hat angefangen zu regnen, saugeil. Ja genau, die Kiste habe ich auch noch hier hingepflanzt, damit wir hier mal unseren Dust und Scheiß reinmachen können. Und jetzt müssen wir nochmal Clay machen. Dazu brauchen wir den hier nochmal. Nicht den Hammer. Das da rein. Sehr schön. Und dann machen wir uns so ein Bucket. Den müssen wir einmal brennen. Oh, Mephisto ist auch da. Halli, hallo. Und wir haben einen Fire Clay Bucket und damit sollten wir hier das Wasser rausschöpfen können. Nee, scheiße. Zum Glück keine, nichts passiert. So, einmal so. Dann nochmal einen. Dahin. Und dann sollten wir eine unendliche Wasserquelle haben. Sehr schön. So, dann können wir hier schon mal ein Wasser hin platzieren. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich damit auch Lava transportieren kann. Ja, kann ich. Und dann haben wir unseren Cobblestone-Generator. Jetzt ist aber der Eimer kaputt gegangen. Okay, egal. Egal. Wir haben unser Ziel erreicht. So, jetzt Wasser haben wir. Dann muss ich das andere gar nicht machen, weil es gibt noch eine andere Art, Wasser zu generieren. Und zwar nach Crucible. Ich habe gelernt, wie man das schreibt. Mit einem Oak Crucible, ja, können wir auch Wasser bekommen. Ich guck mal gerade, ob ich das Rezept finde. Wie ging das doch gleich? Ja, hier habe ich drauf geklickt, genau, oder? Ja, irgendwo habe ich das Rezept gesehen gehabt. Also es würde auch gehen, dass man einen Oakwood Crucible baut, den mit einer Fackel befeuert und dann daraus mit Laub könnte man auch Wasser gewinnen. Das Laub würde dann, aus dem Laub würde Wasser gewonnen werden, so wie hier aus Laub Erde wird. So, ja, unsere Erdproduktion ist sehr effektiv. Das geht ratzfatz. Wir haben schon wieder 8 Erde. Damit können wir dann mal bald ein kleines Feld anlegen. Ja, Potato Seeds haben wir und so ein paar andere. Das ist schon mal gut. So, und jetzt habe ich irgendwo bei Nym, habe ich gesehen, der hat eine automatische Cobblestone-Generation gemacht. Und dazu brauchen wir eine Transfer Node, Block of Redstone. Stone 1, eine Chest, Redstone und so eine Pipe. Oder brauchen wir noch Eisen, brauchen wir dafür einiges. Okay. Dann müssen wir hier ein bisschen Cobblestone kloppen. Kann ich das eigentlich gleich? Ich glaube, ich kann das gleich mit dem Hammer machen. Jawohl. Dann sparen wir uns nämlich einen Schritt. Wenn wir hier auch den Gravel irgendwie kriegen würden. Wer hat sich denn hierher gecheatet? Habe ich den jetzt getötet? Nein, der kann doch fliegen, oder? Ja, habe ich mir schon gedacht.
Gib mir mein Gravel. Gravel. Cheater. Wie kannst du so schnell fliegen? Nee, Karavelle. Mann, Mann, Mann. Da cheaten die schon wieder. Ah, ich hätte mir ein bisschen. Ah, warte, ich habe hier noch eine Spitzhacke. Ich sollte mir nämlich gleich noch einen Hammer machen. Nochmal einen. So. Sticks haben wir auch keine mehr. So, Hammer. Und dann hau ich jetzt mal ein bisschen und wir sehen uns nachher wieder. Oder wir hören uns nachher wieder. Ich glaube, ich springe mal noch vorher auf die andere Seite. So, wir haben jetzt 74 Gravel, den können wir hier mal gerade so zu Compressed Gravel machen. Und dann bauen wir uns ein Heck. Wir können uns gar kein Heavy Oxy bauen. Also hauen wir das hier nochmal schnell durch das hier durch. We'll be right back.
So, Leute, wir haben jetzt inzwischen genug. Ich guck mal gerade hier um 5 Uhr. Wir haben jetzt inzwischen genug Broken Iron Ore gesammelt. Das sind 4. Wir haben, oh, einen Diamanten haben wir auch schon gekriegt. Ist saugeil. Diamanten, 3 Lapis, ein Emerald. Oh, ist ganz nett. Und dann haben wir hier in der Kiste nochmal 2 Iron Ore Dust. Wenn wir die brennen, kriegt man auch nochmal 2 Eisen raus. Das heißt, wir müssten genug Eisen haben. Ich mache mal gerade noch eine Kiste, beziehungsweise die Kiste füllen größer. So, gleich die 2 Kohle da noch reinhauen. Ja, die 2 Iron Ore Dust. Geht das ja? Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob das Rezept richtig ist, ob ich das richtig im Kopf habe. So, dann können wir dann nämlich das Zeug noch reinhauen. Ich brauche auch noch mehr Redstone. Oder eine Enderperle. Ein Lapis haben wir. Glas haben wir noch nicht. Details, wir müssen hier nochmal das kloppen. Und Hammer haben wir auch keinen mehr. Hammer haben wir nicht mehr. Kriegen wir aber alles hin. Sand. Ich mache nochmal 2. Ja, dann können wir nämlich eine Kohle effektiv nutzen. So und jawohl. Wo haben wir die Kohle hin? Ja. Gut, also Transfer Node. Eine Enderperle. Hat mir jemand eine Enderperle? Mal gucken, ob jemand so lieb ist. So, 16, 16 Dings da. Na, ich glaube, Mephisto kommt angeflogen. Der hat, glaube ich, eine für mich. Das ist toll. Ah, da ist immer noch was drin. Ja, das backt hier rum. Und ich glaube, das liegt wirklich an dem Nachbar da drüben. Wie geht denn das? Oh Menno. Ich weiß so gar nicht, wie das geht. Jo, danke sehr. Was wollte ich jetzt machen? Lapis haben wir, das haben wir. Glas brauchen wir. Redstone brauchen wir 2. Eine Kiste brauchen wir. Können wir gleich ein paar Kisten mehr machen. Ich brauche ja auch eine für den Cobblestone. So, Transfer Node. Gehen so und so. Das da. Cleanstone brauchen wir noch. Wir brauchen noch Cleanstone. Und 8.
Schön wär's gewesen. Gut. 8 Stone da rein. 8 Glas da raus. Oder brauche ich da Quite Clear Glass? Nee, oder? Nein, normales Glas. Einmal so, 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 so und so. Doch nicht. Redstone brauchen wir da. Ein Redstone, ein Redstone haben wir noch. Wusste doch, ich brauche mehr Eisen wie Glas. So, so und so. Ja, 8 Transfer Pipes. Einmal so. Dann brauchen wir da das Stein 1. Jawohl. Dann brauchen wir hier. Ah, wir brauchen noch dieses komische Upgrade. So und so. Jawohl. Und ein Upgrade. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Upgrade. Dieses hier. World Interaction Upgrade. 4 Lapis, eine Eisenspitzhacke. So viel Eisen haben wir nicht. Und nochmal 4 Eisen. Und 4 Lapis haben wir auch nicht. Mann! Da müssen wir noch ein bisschen hier durchsieben. Und hoffen, dass wir noch 2 Lapis kriegen. Weil die braucht man. Bitte, bitte 2 Lapis. Und 2, 4, 7 Eisen müssen wir noch haben, machen. Ein Lapis. Schande aber auch. Das ist ein bisschen doof. Ich habe doch da einen Hammer. So. Noch ein bisschen Gravel haben wir gesammelt. Das reicht wahrscheinlich sowieso nicht.
Da kommt gerade irgendeiner. Bist du mein Nachbar? Ja oder nein? Hallo. Antwortet mir nicht. So ein Hampelmann. Der guckt, glaube ich, gerade, was hier so alles abgeht. Den Lapis haben wir jetzt. Und das Eisen noch nicht. Und nochmal ein Emerald. Das ist cool. Aber das Eisen reicht nicht. Das wird man wohl das nächste Mal machen müssen. Weil für heute war es das nun. Also wir haben fast einen funktionierenden Cobblestone-Generator. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao Leute.